Wir haben mal wieder einen schönen Aluminiumtank da zum Instandsetzen von einem Ferrari. Und hier sind gleich zwei Dinge zu erledigen. Einmal haben wir hier ganz schön Korrosion. Dann ist innen drin das Schwallblech kaputt. Das heißt, wir müssen zwei Reparaturen durchführen. Wir müssen hier ein Blech ausschneiden und ein neues einsetzen. Wir müssen hier oben einen großen Schnitt machen, dass wir innen drin rankommen, um das Schwallblech, das sieht man jetzt schlecht ohne Licht, dann wieder komplett innen drin in Stand zu setzen und anzuschweißen, dass das wieder fest ist. Jetzt gerade ist alles ein bisschen lose. Das heißt, wir fangen jetzt an mit den Steps, die Farbe erstmal hier oben zu entfernen, schön großflächig. Dann werden wir die ganzen Ecken schön Löcher bohren, um dann mit der Stichsäge einmal rundherum zu kommen. Ganz wichtig mit der Stichsäge, damit man nicht noch Unreinheiten in den Schnitt reinbringt nachher zum Schweißen. Geht das dann wieder viel, viel einfacher und schöner. Das wäre jetzt quasi die Thematik, also Aluminium, Ferrari-Tank, wieder in Stand setzen. Wenn dich das interessiert, bleibst du schön dran. Vielleicht hast du aber auch einen Kumpel, wo du sagst, das musst du auf jeden Fall mal mitteilen. Dann schick dem gleich das Video weiter, teilt das mal mit ihm, dass er sich das Video auch angucken kann. Und jetzt legen wir los und entfernen erstmal die Farbe. Dazu nehmen wir natürlich unsere Norton Place-Scheibe, eine Reinigungsfließscheibe, womit wir nicht komplett quasi das Material runterschleifen, wie mit einer normalen Fächerscheibe. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Wir nehmen diese Reinigungsfließscheibe, wo wir den ganz großen Vorteil haben, dass wir hauptsächlich die Farbe, diese Beschichtung runternehmen. Wenn du jetzt lange auf einer Stelle auf dem Blech rumreitest, na klar, dann geht auch natürlich ein bisschen das Material verloren. Aber hier ist der große Vorteil, dass dir das Material grundsätzlich nicht angreift, wenn du da vorsichtig mitarbeitest und eher die Oberfläche, die Farbe entfernst. So, das machen wir jetzt quasi zum Schweißen vorbereiten und legen los. Schweißfan, endlich ist es soweit. Unser Online-Kurs ist fertig. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Im Aluguss-Bereich gab es bis heute keine Möglichkeit, das irgendwo zu erlernen. Jetzt ist es aber möglich bei uns im Online-Kurs. Bis, wie ich es eben gezeigt habe, bleibt die Kalotte auch schön stabil und klein. Aber auch Aluminiumschweißen, die Steps von Anfang bis Ende, haben wir in einem Online-Kurs in mehreren Modulen zusammengefasst. Bestimme du, wo und wann und in welchem Tempo du das Aluminiumschweißen erlernen möchtest. Thank you.
Ja, das war heute auf jeden Fall mal eine schnelle Nummer mit dem Aluminiumtank. Wir haben aus 2 mm Alublech das Blech zurechtgebastelt. Habt ihr gesehen, wie der Kevin schön die Schablone gebaut hat. Dann haben wir es an unserer selbstgebauten Vertikalsäge hat das zugeschnitten. Das Schöne bei Alu, du kannst ja schön ein bisschen den Naht aufbringen. Und es war auch sofort dicht. Wir haben dann mit Lecksucherspray und Druckluft quasi den Tank abgedrückt. Da brauchst du also ein paar Gummistopfen hier. Gell? Haben wir ja schon ein ganz schönes Repertoire da, dass du überall abdrücken kannst. Dann haben wir nochmal die Sachen geguckt. Innen drinne haben wir das Schwallblech ausgerichtet. Das war eigentlich auch ganz einfach. Da muss man nur gucken, wo sind die Stellen von den alten Punktschweißungen. Und wenn das halt nur so halb voll ist, dann drückt das natürlich über die Jahre. Das ist schon älterer Ferrari. Und dann hat es halt die Bleche gelöst. So, jetzt hat man ja sowieso hier Korrosion. Das heißt, hier musste sowieso rausgeschnitten werden. Dann haben wir das relativ groß gemacht, dass wir mit dem MIG-Brenner auch schön reingekommen sind und konnten innen drinnen das Ganze schön abheften. Da musst du dann immer nur drauf achten, wenn du mal selber so eine Reparatur machst, dass das Blech auch schön oben anliegt. Ja, das heißt, du musst schön drücken, dass das ordentlich drinnen liegt, weil der Tank ja, ein bisschen vielleicht auch eine Welle macht irgendwo und dann liegt das nicht schön an und dann kannst du es nicht ordentlich heften oder hast auch wieder Spiel drinnen und somit hält dann der Hefter nicht so optimal. Deswegen immer schauen, dass da, wo du es schweißt, dass das Blech richtig gut anliegt. Ja, wie gesagt, dann haben wir es ja mit unserem schönen Tisch hier mit der Vertikalsäge, hast du ja auch auf Video gesehen, schön zurechtgeschnitten, das geht halt perfekt. Vor allem mit 2 mm Blech geht es halt noch einfacher als mit einem 3 mm Blech. Geht auch 3 mm, aber 2 mm lässt sich natürlich noch ein bisschen schöner, filigraner so durch die Säge durchschieben. So, MIG schweißen wir ja mit unserem MEW 202 Syndic Pulse Pro, ja, mit Doppelpuls und normalen Puls. Logischerweise MIG immer mit einem Argon, standardmäßig 4.9 bei Air Liquide, aber 4.6 reicht auch aus. Dann brauchst du natürlich einen Aluminiumdraht und ich empfehle immer Trennspray, um die Sachen ganz einfach um die Spritzer easy zu entfernen zu lassen. Plus auch vorne in deiner Düse. Wir haben erstmal einen großen MB36 Brenner von Rowelt und haben vorne auch die extra dafür vorgesehenen Aluminiumstromdüsen, dass das richtig optimal läuft. Also werde ich alles unten natürlich in der Beschreibung verlinken. Wenn du dazu Fragen hast, schreib's in die Kommentare. Ja, und um mehr Leuten zeigen zu können, was wir alles so treiben, würde ich mich mega freuen, wenn du das Video teilst, jemanden weiterschickst, die es komplett angeschaut hast, bringt uns immer ein bisschen was und auch anderen Leuten, die einfach sehen sollen, was so reparabel ist, damit die nicht mit ihrem Projekt vielleicht am Ende stehen. Das war jetzt zum Beispiel ein Tank, der ist schon relativ alt und die sollen einfach wissen, das geht, dass wir denen ganz entspannt helfen können bei solchen Reparaturen. Für viele ist es eine Riesennummer, für uns ist es so eine Kleinigkeit, weil man es einfach jeden Tag praktizieren bei uns. Ja, dann hoffe ich, es hat dir soweit gefallen, das Video. Hier unten findest du einen Link direkt zu unserer Homepage. Kannst du mit uns Kontakt aufnehmen, schreib uns gerne an und schick uns Bilder dazu. Und hier oben haben wir schon einige Tanks repariert. Schau dir die auf jeden Fall auch an. Lass es gut gehen und wir sehen uns zum nächsten Video.